Ich reise ab, ich verlasse Basel, Sie haben die grosse Ehre, das letzte Interview. Ich lasse mich nicht so schicken. Wo reisen Sie an und was machen Sie dort? Zum Europaparlament, weil ich dort ein Vorstellungsgespräch habe bei Politiker von der Familie Le Pen und bei der Alternative für Deutschland. Herr Gernet, ich muss Ihnen sagen, das Gericht hat mich gestern nicht ausreden lassen. Der Fuß hat mir der Polizei, Pressesprecher Gill, eingeklemmt. Herr Weber, um das geht es jetzt nicht. Noch kurze Frage. Sie haben uns eigentlich angekündigt, dass wenn Sie da wegfahren, dass Sie uns Ihr unterschriebenes Rücktrittsschreiben aus dem Grossen Rat mitbringen, das wir dann können abgeben können. Haben Sie das dabei? Ich habe das im Gericht gestern abgegeben. Steht heute auch in der BZ in der Zeitung. Ich habe mein Rücktrittsschreiben im Gericht abgegeben. Das Gericht hat mich nicht ausreden lassen. Das Gericht ist hochkriminell. Ich werde bedroht von mehreren Leuten, die haben geschrieben, sie wollen mir den Schwanz in den Popo stecken. Ein Polizist hat gesagt, und das durch die Staatsanwaltschaft... Herr Weber, auch um das geht es jetzt hier nicht. Andere Frage, es ist nicht das erste Mal, dass Sie abreisen aus Basel. Letztes Mal sind Sie nach zwei Zugstationen wieder ausgestiegen. Wer sagt, dass Sie jetzt nicht wieder aussteigen am Dreiländereck? Sie wollen auf Strasbourg fahren. Ja. Dürfte dort vom Rheintaxi überhaupt auf Strasbourg fahren? Meinen Sie, ich gehe Schisse putzen im Asylantenheim, wo man mich gestern verurteilt hat? Ein Polizist von Basel hat gesagt, er sprengt den grossen Rot. Ist ja besser, als ins Gefängnis gehen, oder? Ist ja besser, als ins Gefängnis gehen. Nein, aber wir haben eine Strafanzeige gestellt und die Staatsanwaltschaft stellt das ein. Das geht nicht. Aber das hat doch nichts miteinander zu tun, Herr Weber. Die Staatsanwaltschaft verschwiegt, dass ein Polizist gesagt hat, er sprengt den grossen Rot in die Luft. Das ist hochkriminell. Aber das ist doch eine andere Sache. Verarschen, Herr Gernet, ich lasse mich nicht mehr verarschen von diesem Kanton. Ich sage die Worte, wir haben das Problem mit diesen Schwarzen, die kommen hier hin und machen Ficky-Ficky. Letztes Statement, 10 Sekunden, Herr Weber. Das letzte Statement. Wissen Sie, was man mit mir macht, das macht man nicht. Ich verlasse Basel, weil wir sind in einer Verbrecherstadt und da ist einfach eine Sauerei. Und die sollen sich verpissen, die Kriminellen. Der politische Feind von mir soll sich auch verpissen. Ich habe nichts verbrochen. Ich sage, aber Sie verpissen sich ja jetzt. Das ist ja der Unterschied. Darum sage ich jetzt noch den anderen, verpisst euch. Verpisst euch. So, verpisst euch. Auf Wiedersehen. Adieu.